Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen den Bergischen HC vor 3.387 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherung. Ich begrüße hier oben auf dem Podium natürlich Gästetrainer Sebastian Hinze vom Bergischen HC und vom HC Erlangen Trainersportdirektor Raul Alonso. Das erste Wort hat natürlich immer der Trainer der Gäste. Herr Hinze, wie haben Sie die Partie gesehen? Ja. Jetzt, okay. Ja, also nochmal Glückwunsch zum Sieg. Verdient natürlich, das ganze Spiel geführt. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit gar nicht so viel verkehrt machen, außer unser Überzahlspiel. Da machen wir, glaube ich, in 6 Angriffen nur ein Tor. Vor allen Dingen dann auch technische Fehler da drin, kriegen dann auch Konter in Überzahl. Sonst ist das ein Spiel, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Wir haben ein bisschen gebraucht, in der Abwehr reinzukommen, stehen dann aber wirklich gut in der Abwehr, kriegen 13 Tore, wie gesagt, davon viel auch aus dem Konter, wo wir die technischen Fehler in Überzahl machen und auch einen aus der zweiten Welle noch, der abgefangen wird. Und dann haben wir dazu noch, glaube ich, zweimal letzter Pass, zweimal Bälle genau in Winkel, also von daher ist das 13-8. Sicherlich so, dass es auf der Anzeigentafel steht. Mich aber den Jungs in der Halbzeit gesagt habe, dass wir ja, im Prinzip von unseren Fehlern sie eingeladen haben, dieses Ergebnis dahin zu stellen, weil wir so von der Grundidee gut verteidigt haben. Und im Angriff war das auch ordentlich, was wir da gezeigt haben. Zweite Halbzeit, finde ich, kommen wir sehr gut rein mit der 5-1-Abwehr. Auch vorne machen auch über Tempospiel ein, zwei Tore, kommen dann auf 3 dran. Hat man schon das Gefühl, dass da vielleicht noch was gehen kann. Und dann geht es aber wieder auf 5-6 weg und dann kommt eine Phase, mit der wir nicht zufrieden sein können, überhaupt nicht, weil wir dann vor allen Dingen defensiv die Zweikämpfe zu einfach verlieren, dann wirklich Erlangen zu einfache Tore macht. Und dann finde ich aber schon, dass es in den letzten Minuten die Jungs oder wir alle uns dann nochmal einen Riemen gerissen haben, um das vernünftig zu Ende zu bringen. Danke. Dankeschön. Raul, wie viele Steine sind heute von den Schultern gefallen? Guten Abend zusammen. Ja, es ist nicht leicht, vor diesem Spiel so anzutreten. Wir wussten, dass wir schweres Gepäck mit uns in den letzten Wochen tragen mussten. Wissen, dass wir bei einigen Spielen vieles richtig gemacht haben, es aber nicht konsequent über die 60 Minuten mit Punkten belohnen konnten. Und dementsprechend war natürlich schon gegen diese sehr gute Mannschaft eine gewisse Drucksituation, mit der wir heute hervorragend umgegangen sind. Ich glaube, dass wir sowohl gegen die 5-1 als auch gegen die 6-0 unsere Mittel gefunden haben, die auch im Laufe der letzten Wochen auch herausgearbeitet haben. Das hat man dann deutlich gesehen, wo wir uns vor ein paar Wochen, wo wir nicht wussten, wie wir gegen Vorgezogenen agieren sollen, haben wir das heute sehr gut umgesetzt. Und was aber heute entscheidend war, war natürlich auch mal die Aggressivität und die richtige Einstellung zu so ein Final bei uns zu Hause. Denn wir haben in den letzten Spielen auch die Erfahrung gemacht, dass das gerade gefehlt hat. Und diese leichten Tore, die wir da erzielt haben, hängen natürlich auch damit zusammen, dass wir auch den BHC unter Druck setzen konnten. Und dann natürlich hochzufrieden, dass wir auch ein relativ deutliches, positives Ergebnis auch verbuchen konnten, dass uns auch Selbstvertrauen gibt, jetzt auch mit diesem Break, den wir jetzt haben und den anstehenden Final Four. Das war sehr wichtig für unsere tägliche Arbeit und sehr, sehr glücklich und Kompliment an meine Mannschaft und natürlich auch vielen lieben Dank an unsere Zuschauer und Fans, die immer zu uns stehen, in guten wie in schlechten. Heute ist es ein bisschen leichter, auch mal sie anzusprechen, aber letztendlich stehen sie immer für uns da und dementsprechend möchte ich mich auch mal bei Ihnen bedanken. Seppel, dir und deiner Mannschaft weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund und dann einen schönen Abend allen zusammen. Danke, Raul Alonso. Jetzt ist wie immer die Möglichkeit, für die Presse Fragen zu stellen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Wunschlos glücklich. Dann stelle ich vielleicht noch eine. Raul, wer heute auch sehr stark war, hinter einer enorm starken Deckung, fand ich, war auch Clement Verlin, der genau zum richtigen Zeitpunkt, kann man vielleicht sagen, jetzt zurück in Form findet, auch vor dem Final Four, kann man das so?
Ja, wir wissen, dass Clement ein entscheidender Faktor bei uns ist. Und natürlich ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehrreihe. Ich finde, dass man auch heute unseren Kapitän auch loben darf, der einen super Job gemacht hat im Innenblock. Und letztendlich ja, ist es das Zusammenwirken von diesen zwei Faktoren auch eine wichtige Komponente, um dann einfach mal leichte Tore zu erzielen. Und ich glaube, dass wir natürlich auch alle uns gefreut haben, dass Clement wieder stark war. Nico Link war der eine, der sehr viel Aggressivität reingebracht hat und Kampfkraft. Der andere war, fand ich, Chrissy Bissel. Wir haben im Vorfeld noch gesprochen, er war angeschlagen nach dem Stuttgarter Spiel. Hat man heute gesehen, wie wichtig er mit seiner Einstellung auch sein kann, die Mannschaft mitzureißen? Ja, letztendlich ist das eine Tugend vom HC Erlangen, dass wir mit diesem Zug in den Spiele reingehen und Spieler wie Chrissy, die hoch emotionalisieren können und natürlich auch einige super Aktionen, ne, gerade in der Unterzahl, wo er einige Bälle klaut und einfach mal die Mannschaft nach vorne treibt. Er steckt anderen an und dementsprechend natürlich hoch zufrieden, dass er heute voll dabei sein konnte. Alles klar, dann wünschen wir den Gästen eine gute Heimreise, bleiben Sie gesund. Raul Alonso hat es schon gesagt. Ansonsten guten Weg nach Hause, feiert schön den Sieg und dann bis demnächst. Dankeschön.